So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke. Wir haben wieder ein kleines Unboxing für euch vorbereitet. Ich habe den ganzen Flur voll Kartons, habe jetzt angefangen. In der letzten Folge haben wir drei kleine Päckchen fix aufgemacht, haben dreimal die Jalapeno Hot Sauce drin gehabt von Jennifer Brohn plus die Viperlicious, wenn die so hieß, auch von der Jennifer Brohn, die vom Zange getestet wurde und der die richtig gut befunden hat. Ich möchte jetzt weitermachen, denn ich habe hier noch das liegen. Hier ist ein Paket, da steht Vorsicht Glas von Lecker Trade GmbH Pfefferhaus in Hannover. Das machen wir heute auf. Plus, das machen wir heute auf, auch von Amazon, wie man sieht. Also gut, das nicht, aber das schon. Zwei größere Päckchen, also heute beim Unboxing. Das Größte haben wir uns aber bis zum Schluss aufgehoben. Jetzt mache ich erstmal das Ding hier auf und gucke da rein. Mal gucken, ob das dann alles war. Es müssten ja noch die, wie sind die Mama, Big Mamas Haus, genau. Die Mamas Soßen da irgendwas. Also Shania hat ja da wirklich nach dem Stream, bei dem Montagsstream, wir haben im Montagsstream Zange geguckt. Der hat 7 Tage 7 Soßen getestet. Richtig cool gemacht und dann habe ich ein paar Soßen so fasziniert, dass ich die bei mir in die Wunschliste gepackt habe und Genai direkt gesagt hat, so, ab gerade mal geshoppt, kriegst du demnächst Post. Danke dafür schon mal. Hier ist ein Sticker drin und zwar steht hier schon mal I love Hot Sauce Pfefferhaus.de. Das sieht doch genial aus, oder? Pfefferhaus Shop Berlin, mexikanische Spezialitäten, Hot Sauce, Klassiker, Pfeffergewürze, kompetente Beratung seit 2009, Produktion und Online-Shop Hannover, Chili- und Barbecue-Soßen aus unserer Produktionsküche, nicht nur für Pfefferhausfreunde, sondern auch für Wiederverkäufer und die Gastronomie. Dabei verfolgen wir immer das Ziel, in bestmöglicher Weise Qualität, Schärfe und Geschmack miteinander zu verbinden. Pfefferhaus Shop Berlin und Shop Hannover Pfefferhaus.de. Seid ihr aus Hannover, seid ihr aus Berlin, kennt ihr Pfefferhaus, schon mal gehört? Das legen wir mal hier drüben hin. Hier ist noch eine Rechnung, die gucken wir uns jetzt nicht an. Das legen wir da rüber, das tun wir raus, das tun wir auch raus, das tun wir auch raus. Das ist ein Lückenfüller, das tun wir also auch raus. Jetzt haben wir hier wohl 2 Soßen drin. So eingepackt in so eine komische Folie, in so einen komischen Papp. Und das ist die erste, the famous Mary Sharps Proud Products of Belize Mango Habanero Pepper Sauce. Chili Würzsoße, 2 von 5 bei Schärfegrad, aber soll richtig lecker sein, richtig genial, richtig angenehm. Mary Sharps Habanero Pepper Sauce is the finest product of its kind. So, was da sonst noch steht, hier ist ein Bild von der Mary Sharp, das hat der Zange auch gezeigt. Passt auch zum T-Shirt, die Farbe von der Soße. Da bin ich mal gespannt, wie die schmeckt, eine Habanero Pepper Mango Soße. Es muss nämlich immer, es muss nicht immer das teuerste, das schärfste sein. Es soll einfach schmecken. Die mal auf einen leckeren Ananas-Burger drauf oder so. Ey, da hast du ja schon. Da hast du ja schon. Da brauchst du ja nicht eine scharfe Soße, eine süße Soße. Bei einem Ananas-Burger brauchst du scharfe Soße. Bei einem scharfen Burger brauchst du süße Soße, dass du immer alles kombinierst. Hier haben wir noch in der Special Edition Mary Sharps Smoked Habanero Pepper Sauce. Not too mild, not too hot, just right. Also nicht zu mild, nicht zu scharf, genau richtig. 3 von 5 Striche hatte ich hier in der Special Edition. Sieht auf jeden Fall auch richtig gut aus. Gefallen mir auf jeden Fall. Komm jetzt auf den Schrank, werden in einem Tasting mal probiert. Das war dieses eine Paket von den Hot Sauce. Da ist natürlich jetzt kein Zettelchen drin, aber ich weiß ja, dass das von der Jennifer kommt. Weil das nicht direkt über Amazon kam, das kam ja über den Drittanbieter, der halt von dort vertreibt. Deswegen kann man da keinen Zettel reinlegen. Ich habe aber gesehen, im letzten Ding, was ich weggeschmissen habe, war noch ein Zettel drin. Nochmal Jennifer Brohn drauf und wir wissen das ja. Irgendwo ist aber ein Paket, das dürfte das große längliche sein, was nicht von der Jennifer ist und von einem anonymen Spender, den ich namentlich bitte nicht erwähnen soll, habe ich kein Problem mit. Ich habe nämlich meistens die Probleme, wenn ich sagen soll, von wem das ist, weil ich es meistens gar nicht weiß. So, jetzt haben wir
Jetzt aber hier nochmal. Der Zettel kann weg. Was ist das? Oh! Ein Geschenk von Cat Münzel. Wohlbekommens, viel Spaß und lass es dir schmecken. Ganz liebe Grüße von Sarina von Cat Münzel. Darf man das jetzt erwähnen? Darf man das nicht erwähnen? Viel Vergnügen mit deinem Geschenk, Cat Münzel. Viel Vergnügen mit deinem Geschenk, Cat. Cat. Nehmen wir mal an, es ist eine Katze. So, das also drei Zettel, drei Dinger von Sarina. Jetzt wissen die, wieso da plötzlich 10.000 stande. Jetzt machen wir das hier mal auf. Boah, ich hoffe, das war kein Fehler. Ich raste jetzt schon wieder aus, wenn man das wieder nicht sagen darf oder wie auch immer. Das ist nämlich, ich habe nicht nur die grüne Hot Jalapeno reingesetzt, ich habe auch die extra Hot Jalapeno reingesetzt, aber ich sehe schon, ihr habt die grüne einfach leer gekauft. Das ist nämlich schon wieder die Fuego Hot Jalapeno Sauce in grün. Einmal. Dann haben wir hier, oh, jetzt rasten sie aus. Alter, diese Verpackungen. Dann haben wir hier die Fuego Jalapeno Sauce extra hot, also die rote, die brutale, die ich hatte, die mir auch richtig gut geschmeckt hat. Im Vergleich, dass ihr das nochmal seht, die grüne Hot Jalapeno und die rote extra hot Jalapeno. Also ich glaube, da habe ich wirklich mit Soßen erstmal ausgesorgt. Hier ist nämlich noch einmal die grüne drin. Was gut ist, dass wir so viel Grüne haben, weil die ja milder sind. Das heißt, die kannst du öfters und schneller essen. Du musst nicht danach wieder 10 Tage Pause machen und über die Schüssel hängen. Und wir haben auch noch einmal die rote drin. Zweimal die grüne, zweimal die rote. Fuego Jalapeno Sauce extra hot. Das also Soßen von Sarina. Muss mal gucken, ob ich den anderen mal rausschneiden muss oder ausblenden oder irgendwas. Oder ob das okay ist. Und hier richtig schönes... schöne Postkarte dabei sozusagen. Jetzt steht hier alles voll. Guckt euch das an. Ganz viele Soßen. Fuego, Fuego, Fuego. Und hier die Mary Sharps. Das ist genial. Das wächst. Da kann man bald ein richtig starkes Tasting machen. Aber ein Paket habe ich ja immer noch übrig. Das seht ihr dann aber im dritten Teil. Dankeschön auf jeden Fall an Genaya, dass sie da immer so viel sich in Unkosten stürzt. Dankeschön an Sarina, dass sie auch mitgemacht hat und da was hat springen lassen. Ja, ich habe das ja eigentlich nur mal so drauf, damit ich die nicht aus den Augen verliere. Und wenn meine mal leer ist, dass ich auch selber über die Liste mir mal die bestellen kann. Ich blicke nämlich nicht durch, die finde ich irgendwann nie wieder. Dass ihr da alle gleich zupackt und gleich einen ganzen Vorrat anlegt, ist auch okay. Die sind nämlich auch ewig lang haltbar, glaube ich, hier bis August 2025. Das sind fast 3 Jahre, also Dankeschön. Peace out, Vorhaut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Ramses.